Was machen eigentlich Handwerksbetriebe im Winter, deren Hauptsaison im Sommer ist? Fallen sie in den Winterschlaf? Eine Frage, der HWK TV nachgeht. Zunächst bei Phoenix Racing, einem weltweit agierenden Rennsportunternehmen mit Sitz am Nürburgring. Direkt gegenüber der legendären Nordschleife stehen die Hallen von Phoenix Racing. Bekannt durch Einsätze in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft widmet sich das Handwerksunternehmen schnellen Untersätzen mit fast 500 Pferdestärken, die weltweit an den Start gehen. Und auch wenn der heiße Asphalt des Nürburgrings unter einer kompakten Schneedecke im Winterschlaf liegt, der Werkstattalltag boomt, denn jetzt werden die Wagen für die kommende Saison aufgebaut. So auch diese Corvette, eingesetzt in der internationalen Fiat GT-Serie. Rund 500 PS aus einem V8-Motor bei einem Gesamtgewicht von 1400 Kilogramm versprechen Motorsport pur und Fans rund um den Globus. Zu den Phoenix-Projekten zählen aber auch ganz außergewöhnliche Fahrzeuge. So dieser Aston Martin-Rennwagen, den ein japanischer Millionär erworben hat und der nun, wenigstens äußerlich, wieder ziviles Flair ausstrahlt. Teammanager Dirk Theimann über den Alltag zwischen Schraubstock und Carbonteilen, den Winterschlaf im Allgemeinen und die Rennsporteinsätze im Speziellen. Es ist im Winter ganz wichtig, man bereitet die Saison vor. Das heißt, man hat ja, um diese Fahrzeuge einzusetzen, egal ob in der DTM oder in der Fiat GT, hat man sehr viel Equipment für die Boxenstopps, für die gesamte Vorbereitung, um am Wochenende in diesen 3-4 Tagen an der Rennstrecke alles zu haben in den LKWs. Und das muss natürlich vorbereitet werden. Ohne diese Vorbereitung könnte man keinen Boxenstopp in 4 Sekunden machen. Und all diese Dinge, dieses Equipment wird auch selbst hier hergestellt zum Teil. Und das muss hier jetzt wieder im Winter aufbereitet werden, dass es funktionsfähig ist oder auch verbessert werden. Und da findet man auch wieder die Zehntelsekunden in diesem Equipment-Bereich und natürlich auch bei den Rennfahrzeugen. Und diese Vorbereitung, auch wenn die Saison in diesem Jahr erst im Mai losgeht, gehen die Testfahrten schon wieder im Februar los. Und in dieser kurzen Zeit muss alles wieder parat gemacht werden. Diese Arbeiten, ob das Kunststoff ist oder auch Metall, wird handwerklich gearbeitet. Jedes Teil wird in die Hand genommen, bearbeitet, wieder revidiert, wenn man von den elektronischen Teilen absieht, und wird wieder eingebaut. Eine Winterpause? Das ist auch für die Handwerker im Metallbauunternehmen nett und vorstellbar. Denn auch sie haben eine starke Verbindung zum Ring und zum Rennsport. Auch wenn das ihre Einsatzfahrzeuge sicher nicht vermuten lassen. Die Nordschleife im Winterschlaf. Und ihre Leitplankenspezialisten mit den Einsatzfahrzeugen. Aktuell haben sie Hochsaison, denn 14 Kilometer Schutzplanken müssen erneuert werden. Eine Aufgabe, bei der jeder Griff sitzen muss, jeder Träger über Jahre auch höchsten Belastungen standhalten muss. Denn wenn es darauf ankommt, wird dieses Blech Leben retten. Hauptsaison für die Rennstrecke Nordschleife ist der Sommer. Kommt es dann zum Crash, sind die Handwerker des Metallbauunternehmens Nett in 20 Minuten an der Unfallstelle und erneuern die Leitplanken. Dann geht alles im Renntempo. In einer halben Stunde haben sie ihren Job erledigt und alles ist wieder ready for the race, zumindest neben der Rennstrecke. Insgesamt sind es 200 Kilometer Planken, über die das 125 Jahre alte Handwerksunternehmen aus Meusbad am Nürburgring wacht. Und das zu allen Jahreszeiten. Auch aus dem Handwerk, eng mit dem Nürburgring verbunden und über 100 Jahre alt, das ist die Fleischerei von Handwerksmeisterin Petra Waldecker aus Boos. Vor Jahren eroberte sie den Ring mit ihrem Nürburgring-Party-Service. Ob gemütliches Dinner zu zweit auf der historischen Nürburg oder Veranstaltungen für 1000 Gäste im Fahrerlager, die Eifelanerin und ihre Mannschaft sind dann kulinarisch auf der Überholspur. Doch auch hier die Frage, fällt der Betrieb mit dem Saisonende in den Winterschlaf? Nein, der Winterschlaf kehrt nicht ein. Wir haben mittlerweile bis Ende November Saison am Nürburgring. Ist halt wetterbedingt. Dieses Jahr hatten wir Glück. Wir hatten noch Formel-Testtage oben gehabt und Ende November ging es dann langsam zu Ende. Im Dezember geht es dann los mit Weihnachtsfeiern. Viele Teams machen auch hier oben noch ihre Saisonabschlussparty. Und dann ist auch schon bald wieder Frühjahr. Erwacht eine der bekanntesten Rennstrecken der Welt zu neuem Leben. Und nicht nur hier geht es dann wieder rund, denn... Der Meisterschuss ist wieder da. Anmeldungen zum Fußballturnier für Handwerker sind ab sofort unter meisterschuss.info möglich. Mit dem aktuellen Tipp lassen wir diese Sendung zu Handwerk, Bildung und Weiterbildung ausklingen.
Am Samstag, den 24. Januar, dreht sich im HWK City Büro alles um das Thema Weiterbildung. Die Handwerkskammer lädt von 8 bis 13 Uhr zu einem Aktionstag ein. Experten geben einen Überblick zum Weiterbildungsprogramm, stellen individuell gestaltete Weiterbildungskonzepte zusammen und erläutern Förderchancen. Mehr Infos dazu im Internet unter hwk-koblenz.de. Und damit zurück zu Björn Bartz.